Ja, meine Lieben, jetzt gehen wir dazu über und werden mal ganz kurz, während ich die Stifte hier zur Farbe tausche, mal den Weg angehen, was wir bisher so erfahren haben. Wir haben erfahren, dass wir einen Auftrieb haben, der sich so am Profil ergibt, durch Strömung. Nehmen wir das mal hin. Die Strömung, die ausreichend ist, und dann haben wir hier Suck und da haben wir Druck. Die greifen dann am Druckpunkt an, nicht Schwerpunkt, am Druckpunkt. Dann haben wir festgestellt, dass die Profile je nach Profiltiefe auch eine gewisse Verteilung des Auftriebes bei verschiedenen Tragflächenformen erzeugt. Also dem Trapez, dem Doppeltrapez, dem Rechteckflügel und auch der Ellipse. Das gibt ganz andere Auftriebswerte. Gehen wir einen Schritt weiter. Okay, jetzt betrachten wir uns mal das Wort turbulent und laminar. Was wir an den Tragflächen brauchen, ist laminare Strömung, damit Auftrieb entsteht. Das ist aber noch ein bisschen komplizierter, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich zeige euch jetzt, was es bedeutet, den Staupunkt, den Umschlagpunkt und die Ablösung bei verschiedenen Anstellwinkeln, wie das jetzt entsteht, dass das Flugzeug, wenn es langsamer fliegt, das kennen wir ja, also dieses Phänomen kennen wir. Wir fliegen schnell, ist es super. Ne? So, wenn der Motor aus ist, würde der jetzt hier so gleiten, so in diesem Winkel kommt der runter. Da ist die Kraft, das Gewicht des Flugzeugs mit dem Vortrieb, der dadurch entsteht, und dem Auftrieb im Gleichgewicht und man kann schön fliegen. Was ist denn, wenn wir jetzt einfach die Fahrt wegnehmen? Warum kippt der denn dann? Warum kippt die Maschine nach vorne? Und das will ich euch ganz kurz erklären. Das hat was mit der Strömung zu tun. Wir haben das Profil in der Luft wie folgt angeströmt. So. Oder wir haben das Profil angeströmt. Ich mag es mal extrem. Ja. So. Jetzt kommt die schöne Strömung, die wir brauchen, die laminare Strömung, sie kommt hier so entlang. Und ihr seht, das ist der Anstellwinkel hier. Ja, hier kommt die Strömung an und hier läuft sie schön rum. Und teilt sich hier am Staupunkt. So, und geht dann hier so schön vorbei, erzeugt unsere Strömung. Fantastisch. Aber es gibt so Ablösepunkte. Das ist ungefähr mal hier, so ganz leicht. Da wird es hier in dieser Grenzschicht schon ein bisschen turbulent. Und dann gibt es hier hinten einen sogenannten Umschlagpunkt. Und zwar entsteht der so, hier gibt es hier hinten auch eine Ablösung. Und die wandert hier rum, die kommt hier um die Ecke, man glaubt es gar nicht. Sie kommt quasi im Profil, spricht davon Zirkularströmung, sie kommt ihr entgegen. Hallo, wieso kommt sie denn entgegen der Strömung? Und ist so. So. Jetzt nehmen wir mal an, hier ist der Punkt erreicht, wo die laminare Strömung quasi umschlägt, hier in die Turbulenze an diesem Punkt. So, beim normalen Flug. Das ist jetzt nicht Hyperschnellflug, das ist einfach Normalflug oder... Ja, was bedeutet das? Wenn dieser Punkt weiter nach vorne kommt, hier haben wir keinen Auftrieb mehr. Hier ist der Auftrieb weg. Ja, also wir haben quasi ab hier, deswegen war ja auch eben die Kurve, wie ihr euch erinnert, hier ganz schwach und hier wird sie stärker. Das ist diesen Umschlagpunkt geschuldet. Hier haben wir auch einen Punkt, hier gibt es auch einen Umschlagpunkt, hier irgendwie. Aber wir müssen Folgendes jetzt sehen. Wenn wir jetzt mit hohem Anstellwinkel fliegen, also, gucken wir jetzt mal hier die Tragflächen. Wir fliegen jetzt mit hohem Anstellwinkel. Seht ihr, die Luft kommt hier so rüber, will den Auftrieb noch erzeugen, aber die Luftströmung, die hier hochkommt, macht den Umschlagpunkt schon hier. Das bedeutet, dass ab hier alles verwirbelt ist und dann ist der Auftrieb hier weg. Und wenn dann der Auftrieb weg ist, was bedeutet das? Dann schlägt die Erdanziehung zu. Ne? Also das Gewicht des Flugzeuges ist dann auf einmal hier. Hallo, ich habe Gewicht. Und dann ist der Auftrieb dem nicht entgegenstehen und dann kommt die Maschine ein paar Meter runter. Das ist so das Geheimnis. Und das zeige ich euch jetzt mal hier. Die Strömung kommt. Und ist jetzt durch die
verminderte Fahrt nicht mehr in der Lage, das jetzt wegzupusten. Also diesen Punkt hier zu stören, dass er weiter nach oben kommt. Denn die Zirkularbewegung geht nach oben. So, jetzt kommt das hier so runter. Ja, hier haben wir ja normalerweise, jetzt wird es hier schon ein bisschen drüber. Jetzt kommt die Zirkularströmung und schafft es um die Ecke und geht den Berg dann einfach hoch, mangels diesem Pfad, dem Wind, den wir hier quasi noch drauf haben, kommt bis hier oben hin, wandert immer, und hier wird immer alles turbulenter, immer turbulenter, immer turbulenter, kommt hier hoch, zack, und hier haben wir es dann mit einem vollständigen Strömungsabriss zu tun. Ja, hier ist noch die Strömung wieder laminar, so. Und dann ist es passiert. Dann steht die Maschine quasi für das Profil. Seht ihr? So das Profil. Und wird immer steiler. Der Abrisspunkt. Hier wandert die Strömung rum, kommt hoch und wandert hier mit der Ablösung hier hoch. Und wenn er dann hier ungefähr in dem Bereich ist, ist der Auftrieb geringer, als die Maschine schwer ist. Und dann geht es runter. Dann sackt die durch. Das nennt sich dann stabiler Sackflug. Ja, hätte man jetzt etwas über Trudeln gesagt, hätte man die Funktion des Trudelns schon erkundet, aber merkt euch das, das passiert in der Maschine. Und das, wo wird es besonders gerne eingenutzt, also eingesetzt? Einmal zum Trudeln, dann wird es eingesetzt zum Beispiel, wenn wir die Störklappen rausfahren, wir kennen das mit den Störklappen, zack, dann fahren wir nicht nur hier Widerstand auf, sondern wir machen hier hinter einen riesen Wirbel. Und dann trägt dieser Bereich nicht mehr, der in dem Bereich der Tragflächen ist. Also, wenn jetzt hier zum Beispiel das rausfährt hier, diese Störklappe, seht ihr das? Dann ist ab hier keine Tragfähigkeit mehr und der Stirnwiderstand hier bremst auch. Das ist ein Widerstand. Vor allen Dingen, wir haben aber auch dadurch den Bereich von hier nach da die Tragfähigkeit des Flugzeuges geklaut. Also erhöhtes Sinken und durch den Widerstand, den wir hier vorne noch erzeugen und auch dahinter erzeugen, meine ich damit die Wirbel, haben wir dann auch erhöhtes Sinken. Halten wir fest, je steiler und so langsamer wir fliegen, also je steiler, Anstellwinkel so, umso schneller kommt hier dieser Umschlagpunkt nach oben, von wo der Umschlagpunkt entsteht, wo die Strömung von laminar in turbulent umgeht. Und da ab dem Punkt Turbulenzen brauchen wir nicht an Tragfläche. Ja? Wir können später noch dazu kommen, wo man es wirklich zur Grenzschichtabsaugung, bei der DG300 hat man es gemacht, hat man hier unten ausgeblasen, damit diese Umströmung, die hier ist, verhindert wird. Achso, dann kommen wir gleich dazu. Machen wir es direkt. Es gibt das sogenannte Zackenband. Das Zackenband wird hier ungefähr in dieser Position angebracht. Das ist, wenn wir jetzt mal das Profil sehen, so zeichne ich es am besten auf. Ja, okay. So. Wir haben ja jetzt gelernt, dass hier diese Strömung, die hier oben entlang läuft, irgendwo hier umschlägt. Dann wird sie hier turbulent. Ja? Nicht so extrem, wie ich es gezeichnet habe, aber es wird so. Dass wir hier eine umlaufende Zirkularströmung haben, die hier um die Ecke latscht, ja, sozusagen, und will uns hier die Strömung klauen. Deswegen müssen wir schnell fliegen. Was ist, wenn man hier hingeht, so sagte dann Streifenleger oder auch andere Techniker, testen wir doch einfach mal, jetzt gucken wir einfach auf die Unterseite der Tragfläche, testen wir doch einfach mal hier mit einem Zackenband das Ganze. Wenn das jetzt hier das Profil ist, hier, wenn wir jetzt hier das Zackenband haben, was hier ist, dann kommt die Strömung an und löst ab diesem Zeitpunkt einfach turbulent ab. Ja, und da ist sie aber nicht mehr hier hinten in der Lage, um die Ecke zu kommen. Das heißt, mit Umkehrschluss, der Umschlagpunkt hier von laminar auf turbulent, der hat nicht mehr die Kraft, hier hochzukommen. Und was heißt das? Wir können langsamer fliegen an der ganzen Sache. Bei der DG300, die nicht die Club-Version, sondern die Standard-Version, gab es sogar einen Auslass hier, so mit so einer Düse.
jetzt Luft. Und dann haben die mit vielen Schläuchen, mit vielen Kapillarschläuchen hier an diesen Stellen, anstatt das Streifenband, die hier reinkam, die Luft, die ist hier reingegangen, so, und wurde dann hier verteilt und wurde hier ausgeblasen. Und durch die Verwirbelung, die dann hier entstanden sind, so, hier hinter, wurde hier unten schon an der Unterseite des Flugzeuges. Na, ich nehme das andere hier. Das Profil hier ein bisschen dicker ist. So, dann ist hier an dieser Seite, in dem Bereich, unten, ausgeblasen worden. Eine ganz kleine, hauchdünne Reihe an Löcher waren das. Oder das Zackenband ist hier. Und dann löste die hier ab und die hatte die Kraft, nicht mehr rumzukommen. Das bedeutet, wir haben zwar hier einen Widerstand uns erzeugt, aber die Kraft der Zirkularströmung ist nicht mehr so groß, dass der Druckpunkt hier hochwandert. Das hat zur Folge gehabt, man konnte wesentlich langsamer fliegen. Eine hervorragende, auch wirklich spürbar, fliegbar, spürbar Verbesserung des Flugverhaltens ist dadurch entstanden. Ja, soweit haben wir das. Also, das heißt für uns, Verhinderung, dass der Punkt nach oben wandert, außer wir wollen Kunstflug machen, mit bestimmte Figuren, gerissen, gestoßen und so weiter, da brauchen wir das, aber beim Segelflug, wo wir normalerweise fliegen, oder auch beim langsamen Flug, im Anflug, müssen wir verhindern, dass hier der Abriss entsteht, indem hier dieser Druckpunkt, der Umschlagpunkt nach oben wandert. Ja? Ich habe jetzt gerade Druckpunkt gesagt. Es ist so, dass der Druckpunkt hier auch nach oben wandert, während wir den Anstellwinkel erhöhen, also wenn der Schwerpunkt hier ist, dann wandert der Druckpunkt ein bisschen weiter hier oben und dann ist so die Verkurve der Verteilung zum Überdruck und zum Unterdruck zum Auftrieb. Also, Nummer 9, schnelle laminare Strömung bedeutet für uns Auftrieb. Langsames Fliegen bei hohen Anstellwinkel erzeugt, dass der Ablösepunkt auf der Oberseite, dort wo wir quasi unsere Kraft des Fliegens herkriegen, also die Hauptkraft, die an der Oberseite entsteht, das müssen wir verhindern, dass der hochkommt und turbulent wird und dadurch die Turbulenzen nicht mehr laminar anliegt und da auch nicht mehr Auftrieb entsteht, sackt das Profil nicht durch, sondern wir kommen in den Sackflug hinein, wo das Gewicht des Flugzeugs höher ist als der Auftrieb. Und dann müssen wir noch wissen, dass es hier so kleine Gegenmaßnahmen gibt, logische Gegenmaßnahmen gibt, mit denen wir die Freude haben, dass wir dann die Zirkularströmung mit dem Ablösepunkt weiter hinten lassen. Also, liebe Freunde, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mehr jetzt über die Funktion der Strömung erklären können. Und dann gehen wir jetzt zum nächsten Schritt und freue mich schon darauf, etwas Näheres dann auch zu diesem folgenden Thema sagen zu dürfen. Bis dahin. Ciao.